Was bringt uns eigentlich nach vorne? Anreiz zur Innovation ist das Zauberwort. Im Land der Ingenieure muss also auch ein Freiraum belohnt werden. Wenn jemand den Mut hat, neue Wege zu gehen, neue Gedanken zu fassen und daraus eine intelligente Idee zu formulieren und umzusetzen, dann muss das belohnt werden. Und dafür sind solche Abende mehr als geeignet. Ich selbst darf einen Preisträger prämieren, aber daneben gibt es hier eine Reihe von interessanten Menschen zu beobachten und kennenzulernen. Wir sind hier in einer Branche, die im Umbruch ist wie keine andere. Wir müssen in die Zukunft denken und neue Ideen entwickeln. Hier haben junge Menschen, kreative Menschen, an dieser neuen Entwicklung teilzunehmen und der Fortentwicklung der Branche einen Beitrag zu leisten. Wenn man mal den Versuch einer Clusterung unternimmt, dann sieht man so drei große Trends. Das eine ist grüne Energie, alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat und Integration von diesen. Das zweite ist sämtliche Maßnahmen, die mit Energieeffizienz, Kosteneinsparungen zu tun haben. Und das dritte ist die Digitalisierung. Alles, was irgendwie einen elektronischen Touch hat, egal ob es ein Antriebssystem ist oder ein Smartphone oder was auch immer. Wir wollen die Branche auch nach vorne bringen, mithelfen, sie nach vorne zu bringen. Und auch der Branche etwas zurückgeben, was wir an Know-how und Wissen erlangt haben.